Wir diskutieren, liebe Kollegin, auch gerne weiter darüber, wie wir mit Änderungen an der Geschäftsordnung des Bundestages die parlamentarische Arbeit hier verbessern und zu mehr Klarheit darüber beitragen können, was hier passiert. Fürs Erste, ich lasse Ihnen erzählen, ist in Ordnung. Für Erste bitte ich aber, liebe Kolleginnen, um Zustimmung zu unseren Vorschlägen und freue mich auf die weitere Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank. So, jetzt. Halt. Jetzt hören wir mal auf, uns gegenseitig jetzt hier noch so ein paar Rufe zuzuwerfen. Denn wenn, dann gibt es hier Möglichkeiten, Kurzintervention zu machen. Es gibt Möglichkeiten der Fragestellung, wenn Rednerinnen und Redner reden. Wir alle besprechen ja gerade die Geschäftsordnung hier. Und von daher bitte ich auch, dass man bei Zurufen auf persönliche Beleidigungen verzichtet. Und ich lasse mir das Protokoll der Rede von Herrn Dieren noch mal geben und entscheide dann, ob es einen Ordnungsruf gibt oder nicht. Und während die Deutschen sich ans Gendern gewöhnen sollen, gewöhnen die Franzosen es sich bereits wieder ab. Bildungsminister Planchet verbot das Gendern an Schulen und in Ministerien. Grund, es behindert das Erlernen der Muttersprache. Richtig so. Nehmen wir uns ein Beispiel an unseren französischen Nachbarn, bevor wir eine der schönsten Sprachen der Welt zerstören. Frau Kollegin, darf ich Sie ganz klar unterbrechen, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen aus den Freien von Bündnis 90 Die Grünen. Es macht ja Sinn, gelegentlich seinem Unmut Ausdruck zu geben, aber es macht keinen Sinn, Sammelzwischenrufe zu starten. Ich bitte darum, auch wenn es Ihnen vielleicht schwerfällt, nicht mehr Sie wollen gendern. Auch wenn es Ihnen vielleicht schwerfällt, doch das in Ruhe über sich ergehen zu lassen, denn Sie haben Gelegenheit, selbst darauf noch zu antworten. Frau Kollegin Harder-Kühnel, Sie haben das Wort. Wir von der AfD erkennen diesen Völkermord als einen von 74 Völkermorden in der Geschichte der Jesiden an. Und ich verspreche Ihnen, wir werden uns dafür stark machen, dass es keinen 75. geben wird. Ich weise Sie darauf hin, dass auf der Tribüne Beifallskundgebungen nicht gestattet sind. Ich bitte Sie, davon abzusehen. Sonst wird die Tribüne geräumt werden müssen. Ja, wir werden das klären. Wir haben gesehen, dass auf dieser Seite der Tribüne geklatscht worden ist. Und ich weiß, dass das nicht geht. Und deswegen habe ich gesagt, dass das unterbunden werden muss. Und wenn ich noch einmal sehe, dass dort auf der Tribüne weiterhin von irgendwelchen Beifallsbekundungen Gebrauch gemacht wird, dann wird diese Tribüne auch geräumt. Jetzt gebe ich das Wort dem Kollegen Peter Heidt für die FDP-Fraktion und ich gehe davon aus, dass ihm alle zuhören wollen. Ja, Sie haben recht, am 18.11. wurde ich festgenommen, vorläufig festgenommen und aus meiner Sicht zumindest rechtswidrig und komplett unverhältnismäßig, weil ich war selber Polizist, das wissen Sie, wegen einer Ordnungswidrigkeit, wegen dem Verdacht einer Ordnungswidrigkeit zu Boden gebracht zu werden, körperliche Gewalt auszuüben und dann in Handschellen 20 Minuten stehen zu lassen, das war aus meiner Sicht unverhältnismäßig. In der Zwischenzeit, ja, richtig, der Staatsanwalt hat mir einen Strafbefehl zugeschickt. Wenn Sie mich einfach ausreden lassen, würden Sie schon wissen, was ich gesagt habe. Gut, okay. Nun wissen Sie natürlich, wie die Gerichte in Berlin besetzt sind, vorrangig mit... Ich stelle nicht den Rechtsstaat in Frage, sondern... Gut. Also ich mache darauf aufmerksam, habe es ja auch vorgelesen, wozu jetzt hier tatsächlich man genau sich erklären kann. Und das tun Sie jetzt bitte und wir sind nicht... Das habe ich auch gerade getan. Das habe ich gerade versucht zu tun.
Das Ganze hat nicht nur der Parteiendemokratie einen Bärendienst erwiesen, sondern es hat natürlich auch für die Verächter einer pluralistischen Parteiendemokratie eine Steilvorlage geliefert. Das haben wir ja gerade gehört. Aber ich will den Kolleginnen und Kollegen der AfD, können Sie mich mal ausreden lassen? Herr Präsident, könnten Sie diesen Störenfrieden mal bitte sagen, dass die mich ausreden lassen? Denn wir wissen ja, wir denken an die unzulässige Spende, die Frau Weigel eingenommen hat, dass ja die AfD schon Strafzahlungen, sagen Sie mal, haben Sie überhaupt kein Benehmen mehr? Ich weiß, dass Sie, ja, Sie Nazis es nicht ertragen können, wenn man Sie kritisiert. Aber in diesem Parlament rede jetzt ich und nicht Sie. Herr Kollege Nitan, bei aller Nachvollziehbarkeit Ihrer inneren Erregung, die Bezeichnung Nazis hat einen Ordnungsruf zur Folge. Auf den bin ich stolz, Herr Präsident. Sie bekommen jetzt einen zweiten Ordnungsruf, Herr Nitan, weil Sie Entscheidungen von mir nicht kommentieren sollen. Und ich bitte einfach mal darum, bei aller möglichen Empörung, dass wir jetzt versuchen, zur vernünftigen Debattenkultur zurückzukehren. Ja, dann greifen Sie bitte ein, wenn die mich nicht reden lassen. Ich greife ein, wenn ich das für richtig halte. Zwischenrufe sind im Parlament erwünscht, zwischen Pöbeleien natürlich nicht. Also insofern ist die Grenze gerade erreicht, Herr Brandner, noch nicht überschritten. Aber ich bitte auch darum, dass Sie sich daran halten. Und Ihre großen sozialdemokratischen Vorgänger, Helmut Schmidt und Willy Brandt, haben sich in besonderer Weise für den Frieden, für die Versöhnung eingesetzt. Und Willy Brandt hat dafür sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Und nie wieder Krieg, keine Waffen in Kriegsgebiete, das waren die Fundamente deutscher Außenpolitik der Nachkriegszeit. Danke, lieber Herr Kollege, ich schließe mich dem an, auch nie wieder Faschismus. Und genau diese Fundamente. Sie sind dieser Debatte überhaupt nicht würdig, wenn Sie hier weiter so rumbrüllen. Wirklich. Kann der Kollege seine Frage stellen? Die müsste er jetzt auch bald stellen, wegen der Zeit. Und ansonsten Konzentration auf die Befragung. Liebe Frau Präsidentin, ich hoffe doch sehr, dass Sie mir jetzt diese Zwischenrufe nicht von meiner Zeit abziehen. Was aber dahinter steht oder womit Sie sich kostümieren, ist ja die Behauptung, man könne über Verhandlungen diesen Konflikt jetzt zu diesem Zeitpunkt lösen. Ich bin der festen Überzeugung, am Ende wird es Verhandlungen geben. Aber heute sind wir in einer Situation, die Sie, Herr Gauland, wenn Sie mal nicht heimlich meinen Kampf schmökern würden, sondern Wilhelm Busch lesen, da würden Sie das Gleichnis finden vom Igel und dem Fuchs. Herr Trittin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Nein. Herr Kollege Trittin, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf zum Vergleich zu meinem Kampf. Und jetzt hat der Kollege Erhorn eine Möglichkeit zur Kurzintervention. Oder um es mit den Worten von Heinrich Bett von Strom zu sagen, dem ehemaligen Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland, Leid, Frau von Storch, seien Sie mal ruhig, um es mit den Worten der EKD zu sagen, Leid kennt keine Religion. Und einen programmatischen Vorrang von Christen von Storch, darf es nicht geben. Moment, Herr Kollege, Frau Kollegin von Storch, Zwischenrufe sind was Ordentliches, aber die ganze... Frau Abgeordnete von Storch, da ich ja gesehen habe, dass Sie einen Scheibenwischer gemacht haben und dann auch zwischengerufen haben, das galt ihm und nicht mir, wovon ich eh ausgegangen bin, halten Sie trotzdem dafür einen Ordnungsruf, weil dies eine beleidigende Geste ist. Und es wäre schön, Sie würden den Redner auch ausreden lassen. Bitte schön, Herr Kollege. Vor diesem Hintergrund mal die Frage, finden Sie es nicht grundsätzlich eine Unverschämtheit, Frau Beirahmen, ziehen Sie erstmal den Trainingsanzug raus. Entschuldigung, ja. Bitte alle anderen haben die Möglichkeit, eine Nachfrage zu stellen. Eben. Zu dem Thema. Jetzt wird der Kollege Brandner seine Frage stellen und dann fahren wir ordnungsgemäß in der Fragestunde. Ja, ich hoffe, Sie haben geduscht nach dem Sport, Frau Beirahmen. Also ich muss Sie angucken. Hallo, Herr Brandner. So,
keine Beleidigungen hier an der Stelle. Zum Glück ist jetzt die Fortschrittskoalition am Werk und wir werden genau das angehen, denn globale Gerechtigkeit bedeutet Steuergerechtigkeit. Vielen Dank. So, ich behalte mir vor, den Inhalt von Zwischenrufen, Bemerkungen aus dem Hause während dieser Debatte auch noch mal darauf zu prüfen, ob sie geeignet sind, Kolleginnen und Kollegen in irgendeiner Weise zu beleidigen oder herabzuwürdigen. Ich bitte aber gleichzeitig, dass es von der Regierungsbank auch keine verbalen Äußerungen gibt. Das gehört auch zu unseren Regeln. Ich erinnere daran, im Omnibusverfahren, das Recht der Stiftungen wurde verknüpft mit Änderungen im Infektionsschutzgesetz und Fluthilfe Ahrtal wurde ebenfalls mit dem Corona-Recht. Schreien Sie doch nicht dazwischen. Wenn Sie eine Frage haben, melden Sie sich. Der Herr Präsident wird dann mich fragen. Schreien Sie nicht dazwischen, hören Sie einfach zu. Getroffene Hunde bellen, das wissen wir doch. Also, wir misstrauen Ihnen offenbar zu Recht, zutiefst. Da scheine ich ja genau das getroffen zu haben, was ich hier ansprechen will, in aller Gelassenheit. In Zukunft soll der digitale Austausch mit den Kommunen noch ausgebaut werden. So haben wir Kapazitäten besser gegenseitig im Blick. Die BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, geht hier den richtigen Weg, wenn sie konkret mit den Kommunen vor Ort, mit den Städten und Gemeinden Lösungen auf den Weg bringt. Also zurzeit hat die Kollegin Otte hier überwiegend das Wort. Ich hoffe. Wertes Präsidium, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, dieser Schrottregierung werde ich mich eher weniger befassen, aber zur CDU. Mehr Heuchelei, mehr Pharisäertum geht eigentlich nicht. Die Union legt einen Antrag zur Sicherung bezahlbarer Stromversorgung, der nur deswegen erforderlich wird, weil die Union in den 16 desaströsen Merkel-Jahren erst die Weichen dafür gestellt hat, dass die Stromversorgung unsicher und die Kilowattstunde für die Deutschen kaum mehr bezahlbar ist. Lieber Herr Hilse, Stichwort Schrottregierung. Ich würde Sie recht herzlich bitten, das nächste Mal solche Begriffe nicht zu verwenden. Es hat auch ein bisschen was mit Anstand gegenüber einer Bundesregierung zu tun und mit dem parlamentarischen Wortgebrauch. Das ist nicht der richtige Begriff dafür. Bitte Sie, in Zukunft das zu unterlassen. Der Vollständigkeit halber merke ich hier an, dass ich das wie in jeder Sitzungswoche und merkwürdigerweise immer am Freitag natürlich mir das Protokoll der Debatte, der Zwischenrufe und alles andere sehr aufmerksam ansehe. Und sollte es Grund geben, unparlamentarisches Verhalten, Ausdrucksweisen, Ähnliches in irgendeiner Weise zu würdigen, werde ich das wie immer in bewährter Weise auch tun. Solch eine Aufklärungskampagne sollte aber dann bitte ernsthaft betrieben werden und nicht wie die Süßigkeitenkampagne zum Slapstick verkommen. Eine übergewichtige Ricarda Lang und ein Karl Lauterbach, der selbst sagt, dass seine braunen Gammelzähne vom Schokoladengenuss herrühren, warnen Kinder vor Süßigkeiten. Herr Jeder, Abgeordnete, der das sieht, der senkt doch die beiden Herr wollen Abgeordnete, nur, ja? Ich möchte Sie bitten, von Beleidigungen direkter Person hier abzusehen. Das war keine Beleidigung, das war eine Tatsachenfeststellung. Das war eine Beleidigung. Nein. Und ich erteile Ihnen jetzt einen Ordnungsruf. Und Sie haben jetzt noch 3 Sekunden. Die Wahrheit ist also nicht gewünscht, aber egal. Diese Wahlrechtsreform stärkt die Legitimität des Parlaments und des Deutschen Bundestags. Und ja, diese Wahlrechtsreform stärkt die Demokratie in unserem Land. Und wenn ich vom Kollegen Bartsch höre, das sei ein Anschlag auf die Demokratie, vom Kollegen Dobrindt Betrug am Wähler oder vom Kollegen Merz Wahlrecht des betrogenen Wählers, dann frage ich Sie echt jetzt? Im Ernst? Sie wissen selbst, dass das Unsinn ist, aber... Frau Präsidentin, ich finde es ziemlich laut im Haus. Wenn ich eins gelernt habe im Deutschen Kolleginnen Bundestag... Kolleginnen und Kollegen, vielleicht können wir doch bei aller Aufregung der Rednerin hier vorne zuhören. Das wäre...
Ansonsten haben Sie immer die Möglichkeit, Zwischenfragen, Zwischenbemerkungen, wenn Sie sich melden möchten. Aber wenn ich eins in den Jahren im Deutschen Bundestag gelernt habe, ist es, dass Lautstärke und unsachliche Zuspitzungen immer, immer von parteitaktischen eigenen Interessen gelenkt sind. Kriege treiben Frauen und vor allem auch Kinder in die Flucht. Und auch das sind die abscheulichsten Verbrechen. Als es neulich mal hier im Bundestag darum ging, dass Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird und ich auf meinem Platz saß, wo jetzt unsere Vizepräsidentin Yvonne Marquardt sitzt, kamen Zwischenrufe aus der AfD. Ja, das war ja schon immer so in Kriegen. Was mich immer noch extrem bewegt, wenn Bundestagsabgeordnete dazwischen rufen, dass es ja normal ist, dass im Krieg Vergewaltigung eingesetzt wird. Damit dürfen wir uns niemals zufrieden geben. Putin greift auch zu neuen Methoden. Einfach mal die Klappe halten manchmal, sorry. Aber wirklich, nee. Ihre Zwischenrufe, alleine für Ihre Zwischenrufe müssten wir jeden Tag einen internationalen Frauentag einführen. Und Sie brauchen genau eben solche Instrumente wie die der Beschäftigungsform, über die wir hier heute reden, der Saisonarbeit in Deutschland. Und warum ist das so, liebe Kolleginnen und Kollegen? Auch bei der Ursache brauchen wir nicht lange überlegen. Essen soll in Deutschland günstig sein, körperliche Arbeit ist nicht so toll. Und vor allen Dingen leisten wir uns ja immer noch sehr, sehr hohe Standards bei der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und das führt natürlich dazu. Entschuldigung, aber Sie wollen doch nicht abstreiten, jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden. Sie wollen doch nicht abstreiten, dass das inzwischen auch zu einem Wettbewerbsnachteil für unser Land auch in der Welt wird. Und was wir brauchen, ist keine Überregulierung. Natürlich müssen wir über Versäumnisse, Frau Präsidentin, können Sie die Kollegen mal zur Ruhe rufen? Naja, das ist schon ein Parlament natürlich, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, man sollte die Rednerin doch noch verstehen können. So ist es. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Also, wenn man jetzt immer lauter schreit, macht es die Sache natürlich im Argument jetzt auch nicht stärker. Auf der anderen Seite muss ich sagen, vor 10 Minuten haben die Zuschauerinnen und Zuschauer noch gedacht, dass hier keiner zuhört. Sie haben deutlich bewiesen, dass das nicht der Fall ist, sondern ganz im Gegenteil, dass wir hier auch ein lebhaftes Parlament sind. Herr Kollege Bistron, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer der FDP unterstellt, dass sie den Gedanken der Freiheit nicht mehr im Herzen trägt. Wer den anderen Parteien in diesem Haus unterstellt, dass sie dieses Land verrät oder dass wir dieses Land ins Verderben führen und selber sich durch Reden jede Woche in diesem Hohen Hause regelmäßig disqualifiziert und versucht, das Volk in Deutschland stets aufzuhetzen, um mit Leuten wie Stefan Brandner und wie sie alle heißen, deren Zwischenrufe wir jeden Tag hier im Plenum ertragen müssen, der Meinung ist, dann nach so einer Rede es nicht erdulden zu dürfen, dass man ihm anbietet, dass er auf diesem wunderbaren Planeten sich auch eine neue Heimat suchen kann, der hat den Schuss nicht gehört und es tut mir leid. Ich kann und werde mit dieser Partei der AfD in meinem Leben nicht zusammenarbeiten. Eher verlasse ich dieses Land. Herr Brandner, wenn Herr Lechte etwas auch nur annähernd Ähnliches gesagt hätte, hätte er von mir als amtierender Präsidentin darauf eine Reaktion bekommen. Das hat er aber nicht gesagt. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.